Freunde, was sind das für Tage? Bitcoin steigt und steigt. Ist das nun der Bullrun oder betrifft das hier nur Bitcoin? Jeder von euch, der mit Altcoins ohne Hebel tradet, wird es auch gemerkt haben. Altcoins generell, außer ein paar Ausnahmen, halten sich relativ ruhig und korrelieren nicht mit Bitcoin. Bei einem Bullrun und extremer Geldausweitung profitiert der gesamte Markt und es landet auch viel in Altcoins generell. Und Altcoin-Hype-Themen jetzt mal ausgeschlossen. Zurzeit jedoch werden einige sagen, dominiert Bitcoin oder Bitcoin baut die Dominanz aus, wie man es nimmt. Denn wir sehen eine steigende Bitcoin-Dominanz nun schon bei 46,3%. Kann man das nun wirklich so benennen oder ist es doch der Fakt, dass die Ereignisse der letzten Tage Bitcoin ungemein profitieren lassen? Das Bank Term Funding wurde angekündigt mit den lausigen 35 Milliarden US-Dollar und fast alle sprangen wieder in Euphorie auf und sagten, jawohl, die Krise ist abgewandt. Andere sagten, die neue Geldausweitung von 25 Milliarden wird zwar nicht ausreichen, aber es ist kein neues Geld, sondern bestehendes wird ersetzt. Somit wird diese Geldausweitung die Preise nicht beeinflussen. Beides könnte entfernter von der Realität nicht sein. Aus 25 Milliarden sind mal eben 300 Milliarden geworden und Tendenz steigend. Banken, fast alle Banken wären bei Bankruns nicht liquide und nutzen nun diese Geldspritze, um ihre Fehlentscheidungen wieder gut zu machen. Es wird erneut Geld gedruckt. Mehr als 2008 beim Lehman Brothers Skandal und dieses Geld wird erneut irgendwelchen Idioten gegeben, welche Milliarden von Kundengeldern nicht verantwortungsvoll verwalten konnten. Wir leben in einem der größten Scams überhaupt. Das Bankensystem ist genau das. Früher wurden Menschen gegen ihren Willen versklavt, heutzutage passiert das alles freiwillig und wird mit etwas Politik schnell und schön unter den Tisch gekehrt. Die breite Bevölkerung geht hart arbeiten, legt ihr Geld auf die Bank mit dem Gedanken, ja, da ist es sicher und dort kann ich es sparen. Jedoch wird jährlich zum einen das Geld zu stark ausgeweitet und findet nicht gleichmäßig ihre neuen Besitzer. Das macht Sparen unmöglich, jedoch verstehen viele Menschen das nicht und ihr Lebenswerk wird Stück für Stück abgewertet und sie müssen für die gleichen Güter immer mehr bezahlen. Zum anderen ist dieses Geld auch auf der Bank nicht mal sicher. Es wird benutzt und angelegt. Sollten Menschen bei einer Krise jedoch in Massen auf ihr Erspartes zugreifen wollen, muss die Bank im Minus verkaufen und ist absolut nicht liquide. Das Witzige bei dem Ganzen ist jedoch, oder das Traurige, dass die Zentralbanken dann eingreifen müssen und diesen Idioten noch mehr Geld zuschieben müssen, da so einige Banken systemrelevant sind und oder eine Massenpanik auslösen würden. Das hat Satoshi Nakamoto 2008 verstanden oder zumindest hat er 2008 angefangen, was dagegen zu tun. Und nun zur Zeit verstehen es immer mehr Menschen. Bitcoin baut nicht die Dominanz aus, sondern es flüchten immer mehr Menschen in Bitcoin. Die Altcoins spiegeln zurzeit die reelle Markt- und Makrolage wider und Bitcoin spiegelt das wider, was es immer sein sollte. Auch die Kredite, welche jetzt an die Banken gegeben werden, also die Geldausweitung der Federal Reserve, ersetzt kein bestehendes Geld. Zum einen können Banken Anlagen zum Einkaufspreis geltend machen und zum anderen hätten die Massen auf dieses Geld nun nicht zugreifen können. Also ja, diese Geldausweitung wird die Märkte positiv beeinflussen, aber vor allem Bitcoin. Puh, was sind das für Tage? Tage, welche in die Geschichte eingehen werden. Bitcoin glänzt alleine in der Situation, für die es erschaffen wurde. Noch ein paar Mal solche Situationen und das wird es mit dem zentralen Bankensystem gewesen sein. Das war auch, was ich in den letzten Videos mit Bitcoin-Shorten zur Zeit als sehr riskant meinte. Die 28.000er-Marke ist nun durchbrochen und wurde mehrmals als Support angetestet. Unklar ist, wie stark und wie weit diese Bitcoin-Rallye nun gehen wird. Jedoch wird auch diese Bitcoin-Rallye sich am Ende wieder in eine Altcoin-Rallye verwandeln und dieses frische Geld wird für so einige 10 bis 30x Anstiege kurzfristig schon im Altcoin-Bereich sorgen. Was denkt ihr, soll ich für jedes Altcoin-Hype-Thema die besten Projekte raussuchen und eine Rangliste erstellen? Denn am stärksten profitieren während oder innerhalb einer Altcoin-Season nochmal die Altcoins im zu der Zeit relevanten Hype-Thema. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich denke, es wird die nächste Zeit sehr relevant sein. Falls jemand nun Bitcoin oder Kryptowährungen generell kaufen möchte, kann ich sicher, günstig und vor allem EU-reguliert Bitwarvo empfehlen. Über meinen Link gibt es 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.